Der Virus Fußballer Crepe. Am Ball mit dem Beatmeister Fidi Fleisch und dem Rapper Schmidt. Schon noch blöd, wenn zwei Match zeitgleich sind. Mit zappt hin und her und es gibt Leo vergint. Einmal verpasst man da ein Goal, dann dort noch eins. Und bleibt man auf dem Sender, ja, dann gibt's ein Kreis. Gestern bin ich dem Problem cool aus dem Weg. Hab mich eingeladen bei zwei Romania-Fans. So ist der Fall klar gewesen, die Mehrheit hat entschieden. Die Italiener und Franzosen haben ohne uns müssen spielen. Auch bei unserem Match hat die erste Hiobsbotschaft. Nicht lang auf sich warten lassen, Heiland, gute Nacht. Der Jörg Stiel ist Co-Kommentator von dem Spiel. Und ich muss ehrlich sagen, der schnarrt mir einfach zu viel. Die zwei Checkers melden, die Partie ist zum Verleiden. Und drittens sind die, die Goal machen, orange gekleidet. Somit ist alles klar, bin bei den Falschen daheim. Meine Jungs werden ranzig und immer wie Bleicher. Zumindest fürchtet mich die Tatsache klein. Das andere Spiel wäre nicht spannender gewesen. Jetzt sind die Franzosen halt nicht mehr dabei. Weil wie gesagt, wenn man gewinnen will, müsste der Ball mal rein. Und gestern ist ein Schluss am Ende zu viel abhanden gekommen. Das ist der Ribery, dem sein Bein ist halb tot. Denn der Abidal, der sieht dummerweise gerade tot. Und zum Schluss sind die wichtigen Punkte halt auch noch fort. Somit ist Holland und Italien eine Runde weiter. Und für diese Teams kommen jetzt erholsame Zeiten. Statt Bein kaputt machen, sie einfach Liuhe haben. Und sich über den Schiri höchstens am Fernsehen aufregen. Der Virus Fußballer Crepe. Mit dem Fidi und dem Schmidt.